ja schon routiniert eigentlich, wir beide vor der Kamera. Ich nicht. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist wieder die Diana bei mir, denn wir drehen heute ein Video über Babypuder, was man alles mit Babypuder machen kann. Viele Dinge wusste ich vorher auch nicht, deswegen bin ich mal gespannt, was ihr davon schon wusstet. Und auf Dianas Kanal geht es um EOS und Kokosnussöl, was man alles so damit machen kann. Da klickt ihr gerne rauf, auch nochmal unten in den... Da könnt ihr gerne raufklicken und auch nochmal unten in den Infobox. Ihr könntet zum Beispiel Babypuder als Mascara-Primer benutzen. Dafür streut ihr einfach ein bisschen Babypuder auf eine Serviette oder auf ein Kosmetiktuch, nehmt einen kleinen Pinsel und bedeckt damit eure Wimpern. Ganz wichtig dabei, lasst eure Augen zu oder schaut nach unten, damit so wenig wie möglich in euer Auge kommt. Und dann könnt ihr eure Wimpern auch ganz normal tuschen und dann sehen die richtig schön voll aus. Den nächsten Hack müsst ihr euch gut merken, denn der ist für den Sommer. Und zwar, wenn ihr eure Bettwäsche schön kühl haben möchtet für den Abend, dann bestreut das den Tag über mit etwas Babypuder. Das hält nämlich eure Bettwäsche kühl und dann könnt ihr angenehm einschlafen. Wofür ihr Babypuder auch verwenden könnt, ist nämlich nach der Rasur. Wenn ihr zum Beispiel eure Beine rasiert habt, dann ist die Haut danach einfach immer ein bisschen angegriffen. Dann streut ihr einfach etwas Babypuder und verreibt das gut. Und dann sollte nämlich auch kein Rasurbrand mehr entstehen. Babypuder könnt ihr auch hervorragend als Trockenshampoo benutzen. Dafür gebt ihr etwas Babypuder in eure Hände und verreibt das dann in euren Haaransatz. Arbeitet das gut in die Haare rein, dann werden die wieder schön fluffig. Dann könnt ihr nämlich die Dauer um einen Tag bis zur nächsten Haarwäsche verlängern. Ihr müsst es auch nicht davor in die Hände geben, ihr könnt es auch direkt an euren Haareinsatz geben und das dann schön verarbeiten. Einarbeiten, einarbeiten, bis nichts mehr zu sehen ist. Das Babypuder saugt nämlich euer überschüssiges Fett auf der Haut auf. Dadurch sehen eure Haare nämlich weniger fettig aus. Und dann könnt ihr das Ganze auch danach gut durchbürsten. Falls eure Katzen mal eine riesige, stinkende Wurst gelegt hat, könnt ihr auch ein bisschen Babypuder reinstreuen. Das neutralisiert die Gerüche, sodass ihr auch eure Gäste nicht belästigen müsst mit dem Geruch. Achso, und nicht vergessen, das wieder gut mit dem Streu zu vermischen. Kennt ihr auch diese überteuerten Trockenshampoos für Haustiere aus dem Zoofachgeschäft? Die braucht ihr jetzt nicht mehr. Und zwar könnt ihr das Babypuder einfach auf das Fell eures Haustieres ein bisschen streuen. Dann müsst ihr das einarbeiten und gut ausbürsten. Und das ist nach dem Ausbürsten auch überhaupt nicht schädlich für die Tiere. Das saugt überschüssiges Fett auf und neutralisiert Gerüche. Gerade jetzt im Winter habe ich so trockene Haut, die super doll spannt. Und wenn ich mal keine Lust habe auf so eine richtig reichhaltige Butter oder vielleicht auch gar keine vorhanden ist, dann könnt ihr auch Babypuder nehmen und auf die betroffenen Stellen einreiben. Das sollte den trockenen Stellen Abhilfe schaffen, sodass ihr wieder ein angenehmes Hautgefühl habt. Der nächste Hack ist für den Sommer oder für den Urlauber unter euch. Kennt ihr das? Ihr kommt aus dem Wasser und habt so sandige Füße und ihr wollt eigentlich nur auf eure Liege, aber ohne, dass ihr den ganzen Strand auf eure Liege transportiert, dann packt ab jetzt immer euer Babypuder in eure Strandtasche, denn ihr glaubt nicht, wie unnormal effektiv die nächste Methode ist. Sobald ihr eure sandigen Füße mit Babypuder bestreut, könnt ihr das Ganze so einfach und mühelos abrubbeln und dann habt ihr sandfreie Füße oder einen sandfreien Popo. Und wart ihr mal wieder unvorbildlich und habt eure Ketten aufeinander geschmissen. Und jetzt bekommt ihr die Ketten natürlich nicht mehr auseinander. Aber keine Sorge, auch dafür könnt ihr Babypuder verwenden. Bestreut das Ganze nämlich damit und dann könnt ihr das viel, viel schneller und einfacher entwirren. Kennt ihr das auch? Eure Karten kleben so richtig eklig zusammen. Und ratet mal, mit was ihr das retten könnt. Genau, mit Babypuder. Nehmt ihr einfach so ein wiederverschließbares Zipperbag und packt da ein bisschen Babypuder rein und natürlich das Kartenspiel. Schüttet das Ganze gut. Ich habe hier ein bisschen zu viel Babypuder verwendet. Und dann sollten eure Karten wieder rutschen und flutschen. Ohne verkleben natürlich. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, welche Hacks ihr davon schon kanntet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich mal einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, bei Diana vorbeizuschauen. Und falls ihr mit dem Smartphone unterwegs seid, dann klickt gerne in die Infobox. Ja, genau. Richtig, genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.